Tor! Ronaldo! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Ronaldo! Yo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video mit mir, dem Simon, eurem Gamer-Brother, Freunde. Heute machen wir wieder die Foot Champions Rewards auf, Freunde, von der vorletzten Woche. Diese Woche ist Foot Champions ja leider ausgefallen, nicht so cool gewesen, aber trotzdem schauen wir uns die Packs heute mal an von der vorletzten Woche. Waren auf jeden Fall wieder ein paar richtig, richtig nice Rewards, die wir bekommen haben. Unter anderem stand natürlich wieder meine beiden Kollegen Mario Wiska, der E-Sportler vom FC Schalke 04 und der gute Manuel Guerrero. Und natürlich auch meine Packs, ich bin ja wieder Elite 2 gekommen. Also da haben wir auf jeden Fall ein richtig nice Packs heute am Start, Freunde. Falls ihr mehr davon sehen wollt und ich auch nächste Woche wieder die Rewards aufmachen soll, lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da, würde mich natürlich freuen. Und schreibt mal in die Kommentare, was habt ihr gezogen in euren Rewards? Ja, Freunde, bevor wir starten, kann ich euch heute mal eine kleine App vorstellen. Und zwar die gute App TeamStar, Freunde. Die App ist auf mich zugekommen, beziehungsweise die Hersteller-App, und haben gefragt, ob ich euch diese App nicht mal vorstellen kann. Ja, Freunde, was ist TeamStar für eine App? Was kann ich euch darüber erzählen? TeamStar ist eine App, mit der ihr euch ein eigenes Team immer pro Spieltag zusammenstellen könnt. Ihr kennt vielleicht zum Beispiel das Kicker-Manager-Spiel oder sowas, wo man sich eben auch ein Team zusammenstellt. Dort macht man das über die ganze Saison. Bei TeamStar macht man sich für jeden Spieltag ein neues Team und kann dabei dann halt richtig, richtig fette Preise gewinnen. Die Spieler bekommen immer einen Marktwert und man hat pro Spieltag 100 Millionen Euro zur Verfügung an Budget und muss sich daraus dann ein Team aus 11 Spielern zusammenstellen. Diese 11 Spieler sammeln dann für euch Punkte, die euch am Ende dann ein Gesamtergebnis liefern. Und dieses Gesamtergebnis entscheidet dann darüber, wie viele Coins ihr in diesem Spieltag dann sozusagen verdient habt. Ja, Freunde, zunächst kann ich euch mal hier die Preise zeigen. Da gibt es nämlich ein paar richtig, richtig fette Sachen. Diese Preise kann man einlösen, wenn man eben die Coins, die man dafür braucht, geschafft hat. Und Freunde, da gibt es richtig nice Sachen. Aber er fängt mit kleinen Sachen wie einer Ballpumpe oder einer Barbecue-Schürze an, aber geht bis hin zu FIFA 17 für eure Konsole und eben einer fucking PlayStation 4. Also da könnt ihr richtig nice Sachen abräumen. Des Weiteren wird es auch die Tage, wenn ihr das Video seht, ist das nämlich schon online. Ich nehme das Ganze ein bisschen im Voraus aus. Könnt ihr euch nämlich für meinen eigenen Contest anmelden. Dafür ist das Passwort 3366. Merkt euch das gut. 3366 ist das Passwort für den Contest Gamer Brother, Freunde. Der wird nur für diesen Spieltag laufen und dort könnt ihr dann exklusiv zu euren Coins der Beste, der da mit teilgenommen hat, nochmal einfach ein Bundesliga-Trikot eurer Wahl gewinnen. Richtig, richtig fresh. Auf jeden Fall nochmal danke an TeamStar, dass ich hier nochmal die Möglichkeit habe, meiner Community, der Hashtag BroAbi, was zurückzugeben. Wird, denke ich mal, eine freshe Sache. Bin mal gespannt, wer von euch sich dieses Bundesliga Trikot dann abholen wird. Link dazu ist natürlich in der Beschreibung. Macht da auf jeden Fall bei meinem Contest mit. Wird eine fette Sache und einer von euch kriegt dann einfach ein fucking Trikot. Ja, Freunde, hier haben wir jetzt mein Team, was ich mir für den Spieltag zusammengestellt habe. Ich bin mal gespannt, wie die abschneiden werden. Bin am Ende, glaube ich, bei 99,9 Millionen oder so rausgekommen. Hab mich ein bisschen an den Spieltag natürlich orientiert, damit ich jetzt nicht irgendwelche Spieler nehme, die zum Beispiel gegen Bayern antreten, weil da ist die Chance immer sehr hoch, dass man dann verliert. Ich habe mir zum Beispiel auch einen Aubameyang genommen, der spielt mit den Dortmundern auswärts in Mainz und ich habe so das Gefühl, dass Aubameyang in Mainz auswärts treffen wird, Freunde. Des Weiteren habe ich mich zum Beispiel für den guten Entep entschieden, der ja neu zu Wolfsburg gegangen ist. Ich glaube, der ist auch ein richtig fresher Spieler. Und ich glaube auch zum Beispiel, dass Wolfsburg in der Rückrunde echt wieder stärker wird. So habe ich mich zum Beispiel auch für einen ein oder anderen Leverkusen-Spieler entschieden. Da ich auch glaube, dass Leverkusen, es ist so eine Rückrundenmannschaft, die könnten da echt wieder zurückkommen. Also hier einmal kurz meine 11 Spieler. Könnt ihr euch vielleicht den einen oder anderen von abschauen. Und ja, ich bin mal gespannt, wie ich mich schlagen werde. Also Freunde, joint auf jeden Fall mir auf TeamStar in den Contest Gamer Brother. Passwort ist 3366. Link dazu ist in der Beschreibung, Freunde. Checkt das auf jeden Fall ab. Einer von euch kann dann ein fettes Bundesliga-Trikot gewinnen, wenn er den Contest dann am Ende dann für sich entscheidet, Freunde. Ich denke mal, das wird auf jeden Fall nice und bringt auch nochmal ein bisschen Spannung in den Spieltag rein, sodass man die Spiele guckt, die einen eigentlich nicht interessieren und dann natürlich auch hofft, dass die Spieler dann ein gutes Rating erzielen. Ich bin da echt mal gespannt, Freunde. Joint da auf jeden Fall. Ich freue mich auf euch und wünsche euch natürlich viel Glück, dass ihr auch ein paar Coins zusammen erspielt, damit ihr da vielleicht noch den ein oder anderen nice Preis abräumen. So, Freunde, starten wir rein in die Foot Champions Packs, Freunde. Und ich bin ja Elite 2 gekommen. Am Ende waren es dann 32 Siege. Konnte die 33 leider nicht ganz halten. Gibt 100.000 Münzen und nochmal zwei richtig frische Packs. So, da haben wir die Packs. Das erste, was wir öffnen, wird ein 100k Pack sein. Und es wird direkt ein Walkout.
Komm schon, bitte lass es einen guten Spieler sein. Die Sternschnuppe ist nicht schlecht. Come on. Deutschland, bitte Neuer. Komm schon, bitte Neuer. Nein. Es wird einfach Philipp Lahm. Es wird einfach Philipp Lahm, der ist 20.000 oder so wert. Lahm ist jetzt nicht schlecht. Lahm ist ein wirklich guter Spieler. Aber in FIFA bringt er halt ehrlich nichts, weil der mittlerweile echt zu langsam ist und dafür auch zu klein und zu schmächtig ist. Ansonsten haben wir noch Slimani drin. Aber Lahm ist wahrscheinlich nichts wert. Es wird wahrscheinlich wirklich nichts wert sein. Ja, 22, 23k, das ist für einen 88er Rated leider zu wenig. Oh, nice, aber wir haben einfach noch Kanté auf der Bank. Okay, was ist der momentan noch wert? Ja, easy, Alter. 25k ist damit zwar mehr wert als unser Walkout, was ein bisschen traurig ist. Aber den nehmen wir mit. Klein ist, glaube ich, auch noch 3k wert. Und das Pack echt richtig nice. Okay, let's go, Freunde. Kommen wir zum Dreier in Form Pack. Komm schon, da muss jetzt mal was Gutes drin sein. Kein Walkout. Aber Sternschnuppe sah nicht schlecht aus. Und das wird einfach der 87er Lacazette. Was ist Lacazette wert? Boah, ich glaube, der ist 400 oder 500k wert. Bitte lass ihn wirklich so wertvoll sein. Lacazette, Mann. Komm schon, ey. What the fuck? Arnautovic auch noch drin. 86er rated. Holy shit. Lacazette, komm schon, bitte. 1 Million Price Range. Der ist 500k wert. Holy shit. Das ist das beste Dreier in Formpack, was ich je hatte. Der ist 500 fucking 1000 wert. Holy shit, Arnautovic haben wir auch noch. Der könnte auch noch so 100k wert sein. Der sieht auch richtig krank aus. Glaube ich, der Second in Form. Der ist auch 80k wert. Holy shit, das Pack ist 600.000 Münzen wert. What the fuck, Bardey? Komm schon, könnte auch noch 20-25k wert sein. Ja, 12k. Aber egal. Was ist das für ein krankes Pack? Normalerweise sind meine Dreier in Form Packs immer so 60.000 wert. Und jetzt haben wir Lacazette und Arnautovic drin. Das ist mal richtig gestört. Weiter geht's auf dem Account vom Manuel. Er ist wieder in die Top 100 gekommen, kriegt 2 100k Packs und ein 3er in Form Pack. Und wir kriegen im ersten 100k Pack, so heißt es, direkt in den Form Medeiros. Ja, der wird aber wahrscheinlich mal gar nichts wert sein, so wie ich diese Alibi-Informs kenne, wie gut der Keller die immer nennt. Aspilqueta und Toprak immer noch 84er rated. Aber Medeiros ist, ja, genau 11.000 Münzen wert. Das ist einfach mal gar nichts. So, komm schon. Wir gehen rein ins zweite 100k-Pack. Wieder kein Walkout. Und das war eine winzige Sternschnuppe. Es wird Mertesacker, oder? Es wird tatsächlich Mertesacker. Alter, Mertesacker im 100k-Pack. Das ist so deprimierend. Castillas, Volland, das ist so ein schlechtes 100k-Pack. Wow. Das ist mal wirklich extrem kacke. So, Jungs, kommen wir zum Pack, auf das alle gewartet haben. Kommen wir zum Elver in Form Pack. Freunde, checkt auf jeden Fall Manuels Facebook-Seite ab. Ist hier auch verlinkt. Hat hier wieder ein Elver in Form Pack. Er spielt kein Walkout. Ah, komm schon. Und es wird noch nicht mal Lacazette oder Nainggolan. Es wird Nsonsi. Wow, was ist das denn für ein Elver in Form Pack? Alter, Manuel, das tut mir richtig leid. Holy shit. Ich in meinem Dreier in Formpack ja mehr lag als du in deinem Elfer. Arnautovic noch als 86er Rated ist ja ein bisschen was wert. Aber der Rest, ja, Alonso und Montoya können vielleicht noch was wert sein. Dieser Alonso ist momentan ein bisschen gehypt. Ja, immerhin so 50.000, 60.000. Aber der Rest sieht echt nicht so geil aus. Ziyech, ja, kostet so 15k. Ich hatte erst 20 gesehen, schade. Dieser Antonio... Ja, ist auch noch... Na, what the fuck, nur 30k wert. Okay, das Pack ist richtig bitter, muss ich sagen. Da habe ich echt mit mehr gerechnet. Also so ein Lacazette oder Nainggolan wäre richtig fresh gewesen. Da war das Team der Woche echt gut für. Aber Nsonsi als Besten ist es schon hart. Montoya kostet auch nur 30k, da hätte ich mir auch ein bisschen mehr erhofft. Das ist echt bitter, ne? Das ist echt bitter. So, Jungs, kommen wir zum Schluss noch zu den Foot Champions Rewards vom guten E-Sportler Mario Visca. E-Sportler bei Schalke, checkt das auf jeden Fall mal aus. Ist momentan auch auf Twitch unterwegs. Sehr, sehr korrekter Dude, Freunde. Möchte ich auf jeden Fall, dass ihr da mal vorbeischaut. Und er ist Elite 2 geworden, hatte diese Weekend die leider ein bisschen Pech gehabt. Kriegt trotzdem ein 3er in Form Pack und 100.000 Münzen und ein 24er Pack. Also ein 100k Pack. Genauso wie ich. Hoffe mal, dass er Gutes dabei hatte. Okay, komm schon, Mario. Ich möchte von dir jetzt ein gutes 100k Pack sehen. Das Ganze ist wieder nachkommentiert. Ist ja bei Marios Packs immer so, weil er die selbst im Stream öffnen möchte. Nicht wundern deshalb. Und hat es lange geladen. Das sah sehr komisch aus. Kein
Walkout und es wird Xhaka als 84er rated. Okay, kein gutes 100k-Pick, aber immerhin noch besser als das eine da gerade von Manuel. Das war ja ein absoluter Witz. Aber Xhaka ist jetzt auch nicht so nice. Komm schon, hat er wenigstens noch irgendwas anderes Gutes da drin gehabt. Toprak, Baines, ja, der war gerade erst im Team der Woche. Na, immerhin hat er zwei 84er-Rated, die kann er für die Squad-Building-Challenges benutzen. Sonst vielleicht noch ein Duplikat. Leider nicht. Also leider kein gutes 100k-Pack. Da war meins bis jetzt heute echt am besten. So, Jungs, kommen wir zum letzten Dreier-Inform-Pack. Oder beziehungsweise zum letzten Inform-Pack dieser Pack-Opening-Episode. Komm schon, Mario. Du musst doch jetzt auch noch mal Pack-Luck haben. Ich hatte schon echt gut Pack-Luck gehabt. Der gute Manuel leider nicht. Come on. Ich wünschte es dir wirklich. Ich wünschte es dir wirklich, Mario. Du hast es dir echt verdient. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Was wird da drin sein? Mario, komm schon. Lass es was Gutes sein für den Mario. Und er bekommt Bernardo Silva als 87er rated. Da könnte jetzt noch was Gutes hinter sein. Ein wirklich sehr hoch bewerteter Inform. Das ist wirklich krass. Ah, er kriegt noch den Kalinic-Scheiß da. Also vom Rating kriegt er hier krasse Spieler. Aber ich glaube, Silva wird halt ja original mal gar nichts wert. Sein 40k, Freunde. Und da seht ihr mal, was ich für einen Luck mit meinem Dreier-Inform-Pack hatte. Ich hatte einfach mein zweitwertvollster Spieler, Arnautovic, war genauso viel wert wie Marios ganzes Pack wahrscheinlich. Also total krass, was ich für einen Pack-Luck hatte diese Woche. Muss ich mal ganz ehrlich sagen, für Mario tut es mir ein bisschen leid. Vor allem auch für Manuel. Also der hat ja überhaupt kein Glück in seinem Elber-Inform-Pack. Da war ich wirklich mal echt glücklich dran dieses Wochenende. Ja, Freunde, das war's dann auch wieder mit dem Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt doch gerne einen Daumen nach oben her. Würde mich freuen, wenn ihr das macht. Und wenn ihr mehr Foot Champions Rewards sehen wollt, dann natürlich gerne. Also mehr von den Pack-Openings, Freunde. Schaut auf jeden Fall auch bei meinen beiden Kollegen Mario und Manuel vorbei, die mir hier auch ihre Packs zur Verfügung gestellt haben. Und natürlich macht gerne mit bei meinem Teamstar-Contest. Würde mich natürlich sehr, sehr freuen, da ein paar von euch zu sehen. Und mal schauen, wer sich dann das Bundesliga-Trikot am Ende holt. Ich bin da auf jeden Fall gespannt, Freunde, und freue mich auf ein neues Video. Ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall wieder am Start und lasst natürlich auch gerne ein Abo da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Schreibt mal in die Kommentare, was habt ihr diese Woche für einen Rang erreicht und was habt ihr für Belohnung bekommen. Würde mich mal interessieren. Ich bin jetzt raus und ich würde sagen, am Wochenende greifen wir Elite wieder an. Ich freue mich auf euch im Stream. Macht's gut. Ciao, Leute. Haut da rein. Tschüssi.